warum die meisten Fotografen und Filmemacher ihre Preise falsch kalkulieren. Hast auch du schon mal das Gefühl gehabt, dass du für einen Auftrag irgendwie zu wenig Geld bekommen hast? Das kann natürlich was gewesen sein, was spontan entstanden ist oder ein Auftrag, der über eine Empfehlung kam, aber auch ein Kunde, der dich irgendwie online zum Beispiel gefunden hat. Du hast deine Arbeit erledigt, der Kunde war total zufrieden und du bist am Ende des Tages mit dem Gefühl nach Hause gegangen, irgendwie habe ich sehr, sehr viel gearbeitet, mir super viel Mühe gegeben und wurde dafür nicht ganz fair bezahlt. Dieser Gedanke fängt tatsächlich bei vielen schon viel, viel früher an. Also nicht in dem Moment, wo der Auftrag komplett abgeschlossen ist, sondern schon viel eher. Und zwar, wenn Kunden sie anfragen für gewisse Dienstleistungen. Also stell dir einfach mal vor, du bekommst jetzt eine Anfrage für ein Familienshooting. Was sind so die ersten Gedanken, die dir durch den Kopf gehen? Du musst natürlich erstmal wissen, was möchte der Kunde haben? Was hat er für Wünsche? Was hat er für Vorstellungen? Ist er generell auch offen für Vorschläge von deiner Seite? Und was wünscht er sich am meisten? Also geht es ihm einfach nur darum, gewisse Momente mit der Familie festzuhalten? Oder gibt es einen besonderen Anlass für das Shooting? Und so weiter und so fort. Das ist für dich erstmal die allerwichtigste Sache. Was wünscht sich der Kunde und wie kannst du ihm am besten dabei weiterhelfen? Weil nur wenn das quasi beides zusammenpasst, kannst du ja auch sicherstellen, dass du den Kunden zufriedenstellen kannst mit deinem Endergebnis. Vielleicht reichen deine Fähigkeiten noch nicht aus. Vielleicht hast du nicht die passende Kamera, das passende Objektiv oder ein Studio und der Kunde möchte unbedingt Aufnahmen, die man nur im Studio realisieren kann. Also all das sind ja Punkte, die für dich im ersten Kontakt mit dem Kunden extrem wichtig sind. Wenn das alles abgeklärt ist und der Kunde dich dann am Ende fragt, was kostet das Ganze denn bei dir, dann schicken die allermeisten einfach ein Angebot raus. Und dieser erste Part, wo abgeklärt wird, was wünscht sich der Kunde, wie kann ich ihm dabei helfen, was kann ich für Vorschläge machen, um das Problem, was er hat, bestmöglich zu lösen, dieser Part wird meistens sehr kurz gehalten, was von Anfang an schon ein riesengroßer Fehler ist. Weil der Kunde so nur sieht, ich gehe zu einem Fotografen, möchte vielleicht Familienbilder haben, Anzahl X an Bildern, wie viel kosten sie jetzt? Ja, also das geht einfach viel zu schnell. Der ganze Mehrwert, der dahinter steckt, das, was man vielleicht zusätzlich noch leisten könnte, woran der Kunde im ersten Moment gar nicht gedacht hat, das bleibt alles auf der Strecke. Stattdessen schicken die meisten dann einfach ein Angebot raus, haben dabei schon die Sorge, dass der Kunde auf sie zukommt und sagt, nee, das ist viel zu teuer, ich habe da jemanden gefunden, der das günstiger macht oder können wir da nicht noch irgendwas am Preis machen? Hast du nicht irgendeinen Rabatt, den du uns geben kannst? Wir würden dich auch weiterempfehlen oder. Und schon beginnt dieses mulmige Gefühl. Das heißt, entweder in dem Moment, wo du das Angebot verschickst, fragst du dich, wie wird der Kunde wohl reagieren, weil du in der Vergangenheit schon mal schlechte Erfahrungen damit gemacht hast, dass jemand nicht wirklich bereit war, deinen Preis zu bezahlen. Oder du bekommst dann genau das in Form der Antworten gespiegelt. Dadurch lassen sich super viele Fotografen verunsichern. Sie fangen dann an, sich zu rechtfertigen und rechnen die Stunden zusammen. Wie viele Stunden werde ich für das Shooting benötigen? Wie viel für die Bearbeitung der Bilder und so weiter und so fort. Das brauchst du gar nicht. Also klar musst du deine Stunden kalkulieren und schauen, was ist das Angebot für den Kunden? Was bekommt er am Ende? Wie viele Bilder? Und wie viel Zeit brauchst du, um das Ganze von vorne bis hinten abzuarbeiten? Und wenn dann unterm Strich ein Preis rauskommt, der sich für dich immer noch nicht richtig anfühlt, dann hast du definitiv etwas falsch gemacht. Weil so wie ich gerade schon sagte, wenn das Gespräch schon damit beginnt, dass der Kunde innerhalb der ersten 5 Sätze fragt, wie teuer deine Dienstleistung ist, dann wurden davor schon sehr, sehr viele Punkte übersprungen. Du weißt im Zweifel noch gar nicht genau, was der Kunde haben möchte, warum es ihm wichtig ist, genau jetzt dieses Shooting zu buchen. Warum hat er sich nicht schon vor einem halben Jahr darum gekümmert, mit einem Fotografen in Kontakt zu treten? Warum hat er sich genau jetzt zu diesem Zeitpunkt dazu entschieden? Und genau solche Punkte kannst du natürlich super positiv für dich verwenden, um zu schauen, was steckt denn wirklich dahinter? Geht es einfach nur um Bilder? Wobei Bilder nie einfach nur Bilder sind, sondern immer einen gewissen Zweck für den Kunden erfüllen. Und genau das kannst du nutzen. Denn die meisten kalkulieren, so wie ich gerade sagte, einfach nur, was ist das Ergebnis? Der Kunde bekommt zum Beispiel 2 Stunden Shooting, 15 bearbeitete Bilder, digital, die und die Maße, vielleicht noch ein Stick dazu oder über eine Online-Galerie wird das Ganze vermittelt, hat da 3 Monate Zugriff drauf und ich brauche ungefähr insgesamt, um diesen Auftrag abzuarbeiten, mit Nachbearbeitung 4 Stunden. Mein Stundensatz ist, keine Ahnung, 80 Euro, das kalkuliere ich mir durch und dann sage ich dem Kunden am Ende den Preis und hoffe, dass es passt.
Es gehört aber nicht nur die Anzahl der Bilder zu der Kalkulation und die Zeit, die du damit aufbringst, sondern viel, viel mehr. Und zwar zum einen, wie lange machst du das Ganze schon? Wo hast du deine Erfahrung her? Hast du vielleicht selber schon etliche Stunden vor dem PC verbracht, um dir über YouTube-Tutorials irgendwelche Techniken anzueignen? Oder hast du dir vielleicht Fotokurse gekauft, für die du auch Geld bezahlt hast? Das Equipment, was in deinem Schrank liegt, hat auch einen gewissen Wert. Diese ganzen Erfahrungen, die du hast und mitbringst, du hast sicherlich nicht nur eine Person bisher vor der Linse gehabt. Du kennst dich also damit aus, einer Familie, für die das neu ist, die Unsicherheit vor der Kamera zu nehmen. Du gibst ihnen Anweisungen während des Shootings, wie sie sich möglichst authentisch und natürlich verhalten können und du parallel dazu tolle Momente einfängst. Das heißt also, du verkaufst am Ende des Tages nicht nur deine Zeit und das Endprodukt, die Bilder, die du übermittelst, sondern auch ein Erlebnis für den Kunden. Eine super wertvolle Erinnerung. Wer weiß, was in 10 Jahren ist. Vielleicht schaut sich diese Familie in 10 Jahren die Bilder an und irgendein Familienmitglied ist nicht mehr da oder weiter weg, wohnt in einer anderen Stadt. Und das Ganze bekommt so natürlich emotional auch nochmal einen ganz anderen Wert. Das heißt also, es geht wirklich nicht nur stumpf um die Anzahl der Bilder und die Zeit, die du dafür aufwendest, sondern um so, so viel mehr dahinter. Und wenn du das erstmal verstanden hast, dann kannst du auch eine ganz andere innerliche Sicherheit dabei, höhere Preise abzurufen. Natürlich, keine Frage, deine Qualität muss stimmen. Du kannst jetzt nicht seit 2 Wochen fotografieren, eigentlich nicht so richtig Ahnung davon haben, was du tust und direkt irgendwie Porträt-Shootings 500 Euro aufwärts anbieten. Das geht natürlich nicht. Du musst dich schon am Markt orientieren, an der Umgebung, in der du dich befindest, all diese Punkte und Faktoren mit einkalkulieren, wie viel Erfahrung hast du wirklich, was hast du bisher für Feedback von deinen Kunden bekommen und all das sind einfach Parameter, die du für dich ansetzen solltest, um deine Preise richtig zu kalkulieren. Und genau denselben Fehler machen natürlich auch Videografen, die eher im Geschäftskundenfeld tätig sind. Wenn es zum Beispiel darum geht, eine Firma mit einem professionellen Imagefilm dabei zu unterstützen, ihr Produkt oder ihre Dienstleistung zu vermarkten. Denn auch da geht es nicht einfach nur darum, wie lange dauert der Dreh und wie lange brauche ich für die Postproduktion, sondern was hast du für eine Erfahrung, die du mitbringst in dieser Branche? Woher weißt du, wie man jetzt zum Beispiel die Dienstleistung einer Unternehmensberatung richtig gut darstellt? Woher weißt du, wie man in einer Firma zum Beispiel einen Recruiting-Film dreht, wo man Mitarbeiter befragt, wo man Interviews benutzt, wo man Musik drüber, drunter legt, Sprecher engagiert oder vielleicht der Inhaber selbst mit seiner Stimme einen gewissen Text einspricht? Woher weißt du, wie man zum Beispiel ein Moodboard erstellt, ein Drehbuch im Vorfeld schreibt, sich mit dem Kunden hinsetzt und genauer schaut, was sind die Alleinstellungsmerkmale deines Unternehmens und deines Produktes und wie können wir das am besten im Videokontext festhalten? All das sind Punkte, die du durch deine Erfahrung mitbringst, die du hast und der Kunde nicht. Und deshalb sucht der Kunde ja eine passende Lösung für sein Problem. Und wenn auch dem Kunden viel, viel klarer ist, was ist denn mein Mehrwert davon? Warum profitiere ich denn davon, dass du die Erfahrung mitbringst und den Imagefilm für mich drehst? Warum ist es gut für mich, dass du dich im Vorfeld mit mir hinsetzt, um ein Storyboard zu erstellen? Weil ich Zeit einspare. Zeit, die ich zum Beispiel als Geschäftsführer eher dafür verwenden kann, anderen Tätigkeiten nachzugehen, die sich mit meinem alltäglichen Geschäft befassen. Ich werde dadurch nicht aufgehalten. Es ist alles gut organisiert. Du bringst das komplette Equipment mit. Während du die Postproduktion machst, kann ich mich wieder meinem alltäglichen Geschäft widmen und andere Punkte in meinem Unternehmen weiter nach vorne bringen. Und parallel dazu wird für mich ein perfekter Imagefilm oder Recruitingfilm erstellt, wodurch ich dann langfristig entweder mehr Kunden gewinnen kann oder mehr Mitarbeiter anwerben kann, mir einen Namen in der Branche mache, mir eine gewisse Marke aufbaue. Und durch diese einmalige Investition, die ich an einem Film jetzt zum Beispiel hatte, langfristig Faktor X an Mehrumsatz generieren werde. Ne? Durch neue Mitarbeiter oder durch neue Kunden. All das sind Punkte, die du in diesen Verkaufsgesprächen, wenn du mit Kunden sprichst, natürlich auch anbringen musst. Und um den Kunden erstmal richtig zu verstehen, ist wichtig, dass du im Vorfeld Fragen stellst und nicht nur auf: Hallo lieber Fotograf oder Videograf, wie viel kostet ein Porträtshooting bei dir oder wie viel kostet ein Imagefilm bei dir? Deine Antwort ist, dass du ein Angebot rausschickst mit einem pauschalen Preis, den du sonst immer abgesetzt hast, ohne mal zu hinterfragen,
Ist das angemessen oder verkaufst du dich seit langem schon unter Wert? Denn ich spreche täglich mit Fotografen und Filmemachern und ich hatte so gut wie noch nie jemanden dabei, der die perfekten Preise abgerufen hat, weil die meisten sich einfach sehr schnell verunsichern lassen durch Feedback von Kunden, dass sie schon in der Vergleichbarkeit sind und sagen, ich suche tatsächlich nach dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis und du bist mir zu teuer. Das hat nichts mit dir und deiner Qualität zu tun. Das hat lediglich was mit dem Kunden zu tun. Also dieser Satz, du bist mir zu teuer, sagt im Prinzip viel mehr über den Kunden aus als über dich. Deswegen, wenn du noch nicht so genau weißt, ob deine Preise richtig kalkuliert sind oder was du alles zugrunde legen solltest, weil, wie ich ja vorhin sagte, das Ganze natürlich sehr individuell und einzelfallabhängig ist. Kommt drauf an, wie lange du das schon machst, was du für Vorerfahrungen hast, wie du das Ganze gelernt hast, was du am Ende dem Kunden wirklich lieferst und so weiter und so fort. Wenn du da noch Unsicherheiten hast, dann verlinke ich dir hier mal ein Video, wo du dir genauer anschauen kannst, worum es in unserem Buch geht, Preisgestaltung für Fotografen und Filmemacher. Denn dort wird genauer erklärt, wie du für dich die richtige Kalkulation findest, wie auch die Kommunikation mit dem Kunden richtig abläuft, sodass du dann langfristig auch höhere Preise absetzen kannst und dich nicht länger unter Wert verkaufst. Und wenn du genauer wissen möchtest, wie du auch mehr Kunden für diesen Bereich gewinnst und dich raus aus dem Dumpingmarkt bewegen kannst, raus aus denen Umkreisen, wo es nur über Empfehlungen geht oder Kunden wirklich immer erstmal nur ein Angebot haben wollen, um Preise zu vergleichen, dann trag dich sehr gerne bei uns auf der Website ein, www.edmund-rätsel.de, und dann sprechen wir gerne mal über deine Situation und schauen, wie du schneller vorwärts kommen kannst. Wir freuen uns, von dir zu hören.